Ja, ich esse halt was. Und du produzierst halt was. Sagst du mir denn Alter, auch mach hier Bescheid, wenn du aus. was aufgegessen hast und das weg ist? Hab ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gemacht. Also sobald was aufgegessen, Bescheid geben, ja? Kriege ich Naja, hin. wenigstens einen Hinweis geben, weil ich weiß immer nicht, was hier fehlt, weil hier sind Lücken drin und dann weiß ich immer, hier hat irgendjemand was gegessen. In den meisten Fällen war ich das. Huch. Voll lustig, man kann auf sich aufeinander stehen, ne? Ja, das hast du schon mal gemacht. Das ist eine ganz lustige Perversling. Sache. Ups. Ich brauche irgendwas mit Carbs und Vitaminen. Das und das. Und noch ein. Noch ein. Na, jetzt habe ich schon wieder 12 minus. Na Jetzt brauche ich super. wieder was mit Protein und Carbs. Oh, das ist aber auch ein Affentanz hier, ne? So, Magen ist voll. Ups. Ist mich runtergeworfen. Ist So nicht Sack. schlimm. Doch, finde ich schon. Prärielilienzwiebel. Was ist eine Prärielilienzwiebel? Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich das wüsste. So. Ich habe noch genug in Auftrag gegeben. Prärielienmoos. Das können wir auch noch machen. Komm, fertig. Und Bannock machen wir nochmal 20. Die können wir ganz gut gebrauchen. Okay. Ja, geht nicht, weil nur 5 Aufträge. Bist du satt? Ich bin satt. Ich habe alles und warte hier auf dich. Wo denn? Wo ist denn hier? Ich bin oben. Wo? Ja, oben. Da, wo wir uns auch eingeloggt haben, oder wo? Nein. Oben im Haus. Ja, genau. So könnte man das sagen. Okay. Was guckst du? Was machst du? Ich habe nur noch mal in die Schreibstube geguckt. So. Dich gesehen? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist wieder drin. Ja, du sagst mir auch nicht, wo ich hin muss. Du musst hoch, noch höher. Ach, jetzt will der mit mir wieder aufs Dach, der Perversling. Ja, die Sterne angucken, die schöne Nacht hier. Händchen halten natürlich. Ja. Uhu. Neben dem Stinkeofen. Soll ich den noch anmachen? Ah, ist das schön hier. Ah, was machst du denn? Ich möchte, dass es dann auch stinkt und qualmt. Ja, damit man die Fürze nicht mehr riecht, oder was? Richtig. Mann, Mann, 10, Mann. 10, was ist denn 62 bis 100 sind 3, 8, ne? Stimmt, ja, so in dem Dreh. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Super. Denn es geht schon wieder los. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wunderbar. Und jetzt? Ja, dann, Na, du willst mich doch nur vom Dach schmeißen und das Let's Play übernehmen. Eigentlich müssten wir jetzt noch hier draußen so hier oben so einen Teppich ausbreiten, damit wir uns in Ruhe hier draufsetzen können, die Sterne betrachten. Apropos Teppich. Sag mal, wie Ja, viele bitte. Skillpunkte kriegst du für dein Haus? 282,6. Was? Was hast du denn da 200. schon wieder eingebaut? Nix. Du warst doch nur einen Punkt größer als ich. Nix. Was ein Arsch. Na komm. Lass Schuss sein. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Fuselito. Schlaf gut. Mach euch die Augen zu. Mach euch die Augen zu. Nee, dann Mach falle ich euch ja die aus Augen Versehen zu. runter. Nee, danke fürs Zuschauen, Leute. Das war mal wieder ein guter Marathon. Hat wieder Spaß gemacht, ne? In der nächsten Folge fangen wir dann bestimmt mal mit der Sägemühle an. Ich weiß gar nicht, was dann noch anstehen sollte. Hast du da eine Ahnung?
Ja, wir werden uns dann um Elektronik kümmern, wir werden uns um Öl kümmern. Ach geil. Aber ich glaube, bis die Sägemühle steht, werden wir noch viel, viel Zeit brauchen. Du hast das ja auch in dieser Folge wieder glorreich nicht hinbekommen. Ja, es ist so, wie sich das gehört. Genau. Von daher, wir wünschen euch allen einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut, schaltet beim nächsten Mal natürlich auch wieder ein, wenn ihr überhaupt bis hierhin eingeschaltet habt. Aber ich denke mal schon. Ne? An der Stelle Grüße an Mama und Papa. Ja, danke Mama, dass du zuguckst. Danke, danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dahin, tschö, tschö. Hallöchen, willkommen wieder zurück bei Echo mit mir Gorilla und meinem besten Fusselküken. Ja, hallöchen. Huhu. Beim letzten Mal sind wir ja dabei stehen geblieben, haben wir hier Weizen angebaut. Hm. Zumindest haben wir es versucht. Ja. Sehr erfolgreich, oder? Hat das wieder sehr professionell alles gemacht. Wie immer, einmal mit Profis. Oh, ich glaube, genau. Da oben regnet es. Guck mal, die Wolke. Verdunkelt die Sonne. Geht's los. Ich glaube, es wird Zeit für einen Schamanentanz. Hast du übrigens gerade gesehen, dieser Felsklotz ist über uns geflogen. 178 Tage haben wir nur noch. Würdest du dich jetzt mal beeilen, bitte? Ja, jetzt gehe ich aber mal richtig Gas. Hervorragend. Ja, wir haben unser Weizenfeld hier unten. Huja! Und wir sehen, es ist völlig überfordert, aber immerhin mit 83%iger Wahrscheinlichkeit haben sie alle überlebt. Und selbst die, die wir ein bisschen nach außen gepflanzt haben, mit 58% nur noch, weil 0,84 Grad drüber, über Optimum. Ja, und der daneben, 88%, also auch noch sehr, sehr gut. Und was ich auch toll finde, der Weizen breitet sich aus. Merkst du? Hier war nämlich vorher nicht ganz so viel Weizen. Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Dazu können wir übrigens auch mal, wenn du die Taste C wie Charlie mal drückst und dann die Tabulator-Taste, dass du in den Pfeil kommst, dann müsstest du da ja sowas haben wie Ökosystem und dann End 38 More Spezies. Ja? Was? Ja, wenn ich C klicke, dann kommt da mein Chat. Ja, genau. Da müsste doch was über das Ökosystem stehen. Außer du hast schon, wer weiß, wie viel geschrieben. Glaube ich aber nicht. Da steht drin, wann du das letzte Mal online warst. Nee, ich sehe gar nichts. Bei dir steht nichts. Das ist schade. Bei mir auf dem Kanal kann man das sehen. Ach da. Ja. Ich habe ja hier Logins. Da, ich habe ja alles ausgestellt. Ja, ach hier so. Logins. Wo soll ich reingucken? Was willst du? Ich habe alle an. Warte mal, das ist, glaube ich, out ist es nicht. Kräftigen Logins müsste es sein, oder? Nein, auch nicht. Dann ist es noch da. Properties? Nein, ist auch noch da. Welcome. Welcome ist es. Welcome ist es. Und dann kannst du nämlich mal gucken, wie sich das hier auf dem Server so entwickelt hat, seit deinem letzten Besuch. Bei dir ist wahrscheinlich ein bisschen was rot, bei mir ist nämlich, weil ich vor 9 Stunden mal eben gegessen hatte, ist alles grün, wir haben ein bisschen was dazu bekommen, wir haben Gott sei Dank gerade nichts verloren. Toll, ne? Bei mir ist aber ein bisschen was rot, Holz ist bei mir rot. Ja, wir haben ein paar Birken verloren und so, genau. Ist nicht schlecht, ne? So kannst du nämlich immer gucken, was auf deinem Kanal los ist. Und wenn du mal guckst, wir haben laut meiner Statistik nur 38 Reispflanzen. Die machen nicht mehr lange. Reis. Ich sehe keinen Reis. Zumindest weiß ich nicht, was es auf Englisch heißt. Rieze. Ach ja. Oh Mann. Ich glaube aber Reis ausgesprochen. Wo ist denn das? Aber wo ist denn Rice? Ist das bei dir eher weiter oben? Also bei mir ist es ganz unten. Das liegt aber daran, dass es plus minus null hat, warum es dann auch immer ganz unten kommt, weil R kommt vor S. Also es ist nicht so sortiert, aber egal. Rice. Jetzt will ich es finden. Ja. Da! Also ich habe hier noch plus 6 gehabt. 38, okay. Ja. Genau, 38 haben wir. Dann hat er ein bisschen plus gemacht. Und hier kannst du eben erkennen, ob du Angst haben musst um eine Spezie. Na, also diese Urchins, was das auch immer, diese Seeigel, da haben wir jetzt fast 13.000 Stück von. Ja? Ja, ist wichtig. Unbedingt. Ja, Kelp haben wir 14.000. Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt noch keine Sorgen drum machen. Elche solltest du nicht ganz, ich meine 63 Stück, ne, die schaffst du heute noch auszurotten, oder? Ja, natürlich. Soll ich? Ja, mach einfach kaputt. Scheiß auf die Natur. Okay, während ich hier den Feld kaputt mache, was machen wir denn heute? Alter, man sieht den Fall durch die Luft fliegen. Das war ja krass. Da fliegt er. Da hinten. Mach den doch mal im 90-Grad-Winkel, also ganz nach oben. Ganz gerade nach oben. Und bleib stehen und guck nach oben.
Zack. Fliegt, 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 fliegt. Kommt er wieder? Ja, hinten ist er aufgekommen. Ich sehe ihn. Dann kann es nicht 90 Grad gewesen sein. Ja, ich hatte jetzt kein Geodreieck in der Hand. Oh, der Mathematiker hier weiß nicht, was 90 Grad sind? Was bist du denn für ein Mathe-Krepel? Das ist doch... Also, unmöglich. Das ist doch nicht... Das ist ja nicht in Ordnung. Und hier kann man übrigens einen Bug sehen. Ich habe nämlich drei Torches in der Hand. Die verbrauchen sich nicht. Die können nicht in Kisten geräumt werden. Die kann ich nicht verschieben. Das ist total doof. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Musste die... Komm. Das ist 90 Grad. Das ist ein super Bild. Ja? Habe ich mich wieder etwas überdehnt? Nach minimal. Gut. Dahin. Du weißt ja, immer aus dem Rücken. Ja, ich sehe, das sind die 90 Grad über. Mann, sind das 90 Grad, dass der hier hinfliegt. Wo? Super. Ja, das ist hinter dir aufgekommen. Das ist Wind. Hier. Ja, das ist Wind. Definitiv. Ne, das war 90 Grad nicht. Ja, ich habe 90 Grad gemacht, du blöder Affe. So, wollen wir? Ja, bitte. Was wollen wir denn heute machen? Hast du das schon beantwortet? Ich habe dir nicht zugehört, wie immer. Ach, nö, ich habe von allem Möglichen erzählt. Da. Nee, ja, was machen wir heute? Wie, willst du eigentlich nicht mal das schon das schon geerntet? Ja, entschuldige, während du da rumspielst und die Pfeile irgendwelchen Karpfen versuchst hinterher zu schicken, mache ich hier meinen Job? Ja. Das ist wie im reellen Leben, ne? Er sitzt immer nur rum, fummelt am Computer ein bisschen, während ich arbeite und mache. Und ja, und dann geht er zum Chef und sagt, ah, ich bin aber doch der Gorilla. Und dann, ach ja, das haben sie toll gemacht. Und in Wirklichkeit waren alle anderen, die gearbeitet haben. Er sitzt immer nur Team. Am Klo. Team. Ja? Aber wenn der Chef dann mal zur Kaffeemaschine geht, dann ist natürlich Gorilla auch ganz schnell an der Kaffeemaschine. So. Dann ist Polen offen. Was? So. I'm back. Back in business. I'll be back. Der hat übrigens seine Herz-OP ganz gut überstanden. Gut, beantwortet immer noch nicht die Frage, was wir jetzt machen wollen. Ja, die müsstest du ja beantworten. Erstmal gucken wir uns jetzt diese Schildkröte an. La, 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 la. Aber nicht töten, ne? La, 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 la. Nein. Deine Let's Plays sind mir auf Dauer zu aufregend. Nein. Das kann ich nicht mit meinem Herz vereinbaren. Also als erstes gucken wir mal die Skillbox an, oder? Ist das nicht eine gute Idee? Und im Anschluss darauf gucken wir uns mal an, was wir für die Mühle dort hinten benötigen und wie wir die überhaupt erstmal gebaut bekommen. Welche Mühle? Die Mühle, die wir am Ende dieses Weges aufbauen wollen. Sägemühle, ne? Mhm. Eine Sägemühle. Ja. Zum Sägen. Gut, wir sägen. Zum Sägen von Lambert. Also von Hölzchen auf Stöckchen. Ja. Okay. Ja, wir haben ja Bücher in Auftrag gegeben gehabt, nicht? Ein bisschen was. Hast du die gerade durch jetzt... die Tür geschoben? Ja. Okay. Was wolltest du lernen? Was wollte ich lernen? Ach, jeder lernt alles, aber... So, back, back, back. Property Claim Flag. Industry. Electronic. Und Metal Construction. Ach, schön. Boah. Z wie Skills. Okay. Was wollte ich denn machen? Du wolltest, glaube ich, Industry machen und mal hier zeigen, was für ein... geiler Ölguru du bist. Genau, ich wollte zu Öldrilling, ne? Jetzt muss ich, genau, und dafür musste ich wieder was lernen. So war das, glaube ich. Ja. Na, warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt schon kann. Öldrilling müsste ja jetzt frei sein, ne? Zement. Sollte jetzt. Zement. Hatte einer von uns Zement? Ach, können wir noch nicht machen, weil da fehlt noch das Lumber, das hast du noch nicht fertig. Okay. Ölbohrung, da ist es. Und für Ölbohrung, ach du Scheiße, brauchen wir übrigens Zement und, brauchen wir noch was anderes. Da müssen wir einen Motor für herstellen können. Mhm. Zement. Okay. Okay, ich gebe jetzt Zement in Auftrag. Dann wissen wir, dass wir das machen müssen. Ich mache Öldrilling. Ölbohrung stelle ich auch her.
Dann müssten wir sie ja doch alle haben. Nee, haben wir noch nicht. Das letzte ist nur noch Kochen. Wir haben nur noch 4 Bücher für Kochen. Cool. Das geht schnell, ne? Warte mal, ein Wasserrad hattest du ja schon gebaut, ne? Ein Wasserrad. Bin ich mir nicht sicher, weil ich bin ja nicht der Holztyp hier. Du bist ja der Holzwurm. Naja. Ja, weil hier primitive Mechanics dafür benötigt wird. Ja, das habe ich aber nicht. Ich habe Mechanics, hätte ich. Aber mit Mechanik wird kein Wasserrad hergestellt. Steht hier. What? Primitiv Mechanics, ganz unten, Wasserrad. Ganz sicher? True Story. Er steht ganz unten. Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht machen, oder doch? Also, nee, ich kann es nicht machen. Das ist bei mir rot hinterlegt. Okay. Also ich könnte... Der verschluckt. Entschuldigung. Ja. Haben wir denn schon eins gemacht? Ich weiß das gar nicht. Wir haben sogar 2. Ja, dann ist das super. Finde ich auch. Langsam verlieren wir den Überblick in dieser Welt. Ach, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was? Wo mache ich denn? Wie? Was? Genau. Mann. Das ist so viel, woran man hier denken kann, ne? Noch sollte. Ja, aber wir denken nicht dran. Das ist das Tolle. Okay, da habe ich aber heute wieder was quersitzen in der Schleute. So, wir hatten, also ich habe 13 Steinrampen übrigens in der Tasche und die Wagen müssten mittlerweile voll mit Steinen sein. Das stimmt. Verdammt jetzt aber auch. Wie weit waren wir denn bei dem Weg? Ich weiß, wir waren nicht noch nicht mehr am Ziel. Wir mussten noch ein bisschen Weg basteln. Ja, komm. Dann machen wir das eben zu Ende. Dann wissen wir, wo wir sind und dann... Dann geht's auch gleich wieder weiter. Ist halt auch voll hier. Wir hatten letzte Mal noch das Klohäuschen gebaut. Wer hat das gebaut? Wir hatten noch das Klohäuschen gebaut. Tütüt, geh weg, du blöde Schildkröte. Fahr dir nicht über den Kopf. Das quetscht immer so. Du warst bestimmt so clever und hast dir noch mal 10 Stück mit in die Hand genommen, ne? Ja, nee. Einmal mit Profis. Einmal. Ich war ja nicht so gierig wie du. Ich habe ja die Rampen dabei. Bin gerade über eine Schildkröte gefahren. Oh nein. Das wird sie nicht überlebt haben. Was ist hier los? Wieso? Tja, guck dir das mal an, mein Freund. Ja, ich bin schon am Rollen. Ja, hoffentlich hast du 10 Stück in der Hand. Die können wir nämlich sehr gut gebrauchen jetzt. Guck dir das... Pass aber auf. Ja. Ja. Oh, genau. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Betonkrebs. Den gibt es übrigens tatsächlich. Oder war das Asphaltkrebs? Naja, ist ja auch egal. Da hat irgendjemand hat da ein Loch rausgebissen. Kannst du dir sowas vorstellen? Was für Assis hier auf dem Server aktiv sind? Hier ein Baum, der sich schon reinbohrt. Widerlich. Widerlich. Ein Baum, der über unsere Holzvorräte wächst. Widerlich. Hier ist ein Sodom und Gomorra. Hier ein Elch, der uns attackieren möchte. Ja. Was ist denn hier los, Oma? Ich weiß es da auch nicht, Oma. Das ist ganz schlimm hier. Ganz, ganz schlimm. Sag mal, du bist ja hier mein Straßenplaner, ne? Mhm. Was hast du dir denn hier überlegt, mein Freund? Ah, sowas wie eine Brücke oder so. Oder einfach runter. Einfach runter. Das macht die Sache am einfachsten. Weil hier unten ist es ja schon das Ziel. Hup, 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 hier. Eigentlich müssten wir sogar nur bis... hier hinbauen, weil hier ist schon the waterfall. The waterfall, ja. Waterfall. Ja? The waterfall. Waterfall. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, hör mal. Na? Und dann auch mächtig stolz, weil das ist jetzt mal dein Projekt hier. Ja, das ist so ist das, wenn man stolz auf sein Kind ist, ne? Ja. Einmal im Lach mich einmal stolz, Junge. Einmal stolz machen. Mach ich. Nur für dich, Papa. Ja. Oh Mann. Jetzt war der war aber schnell fertig. Voll auf die Karre. Na toll. Ja, geil, Mann, das Ding hier. Also meine neue Axt, die mäht hier alles weg. War die letzte Mal auch schon so gut? Weiß ich gar nicht. Ach, ich habe die gerade rausgenommen. Ich war gerade am Überlegen. Ich denke,
warum hast du denn jetzt plötzlich 10 Steinstraßen in der Hand? Du hast doch nur Woodpulp weggemacht. Hm.